Herzlich willkommen zu ATV Nachrichten am Freitag. Wir lassen die Woche heute unter anderem mit diesen Themen ausklingen. Nach dem Großbrand in Lindau, der schwer verletzte mutmaßliche Brandstifter schweigt bei ersten Vernehmungen. 3 Monate ohne Quote, wie sich die Milchwirtschaft ohne die Regulierung entwickelt hat. Und bewusst unterwegs, Risikotraining mit dem Mountainbike in Lindau. Etwa 23 Millionen Milchkühe gibt es in Deutschland, 195.000 davon im Allgäu. Seit 1984 hatte die Milchquote maßgeblich das Arbeiten der Landwirte bestimmt. Sie regulierte mögliche Überproduktionen. Als im April die Milchquote auslief, wurden daher viele Milchviehhalter unruhig. Ein Teil der Verbände hatte vor allem die Befürchtung, dass die Bauern jetzt weiter expandieren würden. Und das hätte wiederum negative Auswirkungen auf die Preise. Wie geht es den Bauern jetzt 3 Monate später? Sind die Befürchtungen Realität geworden? Antworten aus dem Oberallgäu. Wir sind wieder bei Landwirt Franz Fleschhut zu Besuch. Schon im April haben wir den Betzigauer auf seinem Hof zum Thema Milchquote befragt. Der 53-Jährige versorgt hier gemeinsam mit seiner Frau und seinem Vater 43 Milchkühe und rund 40 Jungtiere. Auch nach dem Wegfall der Quote hat sich an seiner Arbeitsweise nichts geändert. Der Stall sei voll. Der Ertrag schon vorher sehr gut. Doch wenn Fleschhut über der Bilanz der vergangenen Wochen und Monate sitzt, macht er sich dennoch große Sorgen. Der Milchpreis liegt aktuell unter 30 Cent. So könne er keinen Ertrag erwirtschaften, berichtet Fleschhut. Er lebe derzeit von seinem angesparten Plus aus dem letzten Jahr. Zukunftsängste bei dem Landwirt, der schon in der 10. Generation den Hof betreibt. Ich kann das bei dem Milchpreis, könnte ich das schon eine Weile durchhalten. Allerdings wirtschafte ich dann runter. Das heißt, ich kann nochmal investieren, kann nochmal reinvestieren. Nötige Investitionen, um den Fortbestand des Betriebs zu gewährleisten, die bleiben aus. Das heißt also, das wird Richtung ausgehen. Ich brauche mehr, wenn ich meinen Betrieb konstant halten will. Schuld an dem Preisverfall sei aber nicht das Auslaufen der Quote, meint Fleschhut. Die befürchteten Milchseen und Butterberge seien ausgeblieben. Gründe für den schwachen Milchpreis sieht er vor allem in den Bewegungen am Weltmarkt. Das Russland-Embargo mache den Molkereien das Leben schwer und auch der Verbraucherwunsch nach immer günstigeren Lebensmitteln schwäche die Position der Landwirte. Dennoch hätten einige seiner Kollegen schon im vergangenen Jahr damit begonnen, mehr zu produzieren. Bei seiner Molkerei in Kimratshofen beispielsweise müssen insgesamt 1,8 Millionen Euro Superabgabe bezahlt werden, erzählt Fleschhut. Also ein finanzieller Ausgleich der Bauern, die über ihre damals noch gültige Quote hinaus produziert haben. Ich war nicht betroffen, weil ich mich an die Quote gehalten habe. Allerdings gibt es auch Landwirte, die drüber geschossen sind. So im Vorlauf auf die Quote ist weg, ich brauche dann nochmal aufpassen. Zudem war letztes Jahr ein sehr gutes Futterjahr gewesen. So hat also mehr Milch produziert werden können, was bei vielen Landwirten zur Überlieferung geführt hat. Der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter hatte vor Ablauf der Quote gefordert, dass die EU eine neue Regulierung einführt. Der Vorschlag: Wird mehr produziert, als auf dem Markt zu guten Preisen verkauft werden kann, sollen die Bauern einen finanziellen Anreiz erhalten, ihre Produktion zu drosseln. Eine Idee, für die es in Brüssel aber keine Mehrheit gab. Es gäbe bereits eine Untergrenze, bei der man eingreife, heißt es in der Begründung. Wobei also die politische Untergrenze bei ca. 22 Cent ist, ist natürlich weit drunter. Also wenn wir erst auf 22 Cent kommen müssen, dass die Politik eingreift, dann ist schon spät eigentlich. Aber so wie es im Moment ist, kann es natürlich auch nicht weitergehen. Wir sind im Moment in einem Tal, das muss einfach wieder aufwärts gehen. Und da ist die Politik, aber natürlich auch vor allem der Handel gefordert. Trotz der aktuell trüben Aussichten, Franz Fleschhut ist Landwirt mit Leib und Seele. Seinen Beruf aufzugeben, kommt für ihn auch in der derzeit schwierigen Lage nicht in Frage. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, dass es wieder mehr wird, wenn man die letzten Jahre gesehen hat. Es war wirklich ein großes Auf und Ab. Und ich glaube, es muss auch wieder, wenn man am Tal ist, und ich denke mir, wir sind im Tal, dann muss es auch wieder aufwärts gehen. Wenn man also so die Nachrichten hört, ist Milch eigentlich gefragt. Es geht nur um den Preis. Denn wenn der Preis nicht stimmt, müssen viele Landwirte über kurz oder lang die Milchwirtschaft einstellen. Und das hätte extreme Folgen für das Allgäu. Sowohl landschaftlich als auch kulturell.
Nach dem Auszahlen der Spendengelder bekommen die Opfer der Schlammlawine in Oberstdorf jetzt auch Zuwendungen vom Bezirk Schwaben. Das und mehr gleich in Kompakt. Und dann werfen wir auch einen Blick auf das Wochenendwetter. Radl Stadl Dickenreishausen. Mehr Auswahl, mehr Leistung, mehr Service. Radl Stadl Dickenreishausen, A7 Ausfahrt Memmingen. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leid. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Für jeden das passende Rad. Radlstadl. Dickenreishausen. Radl-stadl.de. Das sehen Sie am Montag bei Bauen und Wohnen. Immobilienpreisreport XXL. Die Top-Experten aus dem gesamten Sendegebiet von Bauen und Wohnen stehen Rede und Antwort zur Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt. Und zentral gesichert. Mit einem Netzwerkspeicher verwalten Sie Dokumente, Musik, Bilder und mehr und können von überall darauf zugreifen. Bauen und Wohnen, die Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Immer montags ab 19.45 Uhr bei Allgäu TV. Mutters Pflege wird immer schwerer und die Kasse zahlt nicht. Ob ich gesundheitlich bis zur Rente durchhalte? Sie haben Fragen zu Rente, Behinderung und Pflege? Wir kümmern uns mit Ihnen darum. Sozialrechtsberatung mit Herz und Verstand. Werden Sie Mitglied beim VDK. Wir helfen Ihnen weiter, wenn es um Rente, Behinderung und Pflege geht. Babywelt Gersthofen. Das Paradies für Mütter, Babys und Kinder. Bei uns finden Sie über 50 komplett eingerichtete Baby- und Kinderzimmer. Die besten Autokindersitze. Kinderwagen und Buggys auf 5000 Quadratmetern. Babywelt Gersthofen. Mit einer Riesenauswahl und babyleicht zu finden. Besuchen Sie uns im Heripark Gersthofen bei Augsburg. Direkt an der A8 Ausfahrt Augsburg West. Wanderspaß am Breitenberg. Wandern, Radeln, Gleitschirmfliegen, Weitblicken auf dem Aussichtssteg oder auf den gemütlichen Berghütten das einmalige Panorama genießen. Breitenberg, das Wanderparadies in Pfronten. Die Meldungen von Freitag, dem 24. Juli. Bereits seit Anfang Juni häufen sich bei der Kemptener Polizei Anzeigen wegen sexueller Belästigung. Inzwischen sind bereits 14 Fälle aktenkundig. Sie können anscheinend alle dem gleichen Täter zugeschrieben werden. Ein 27-Jähriger aus Kempten hat in den vergangenen Wochen offenbar wahllos ihm unbekannte Frauen angesprochen. Meistens war er in der Bahnhofsstraße unterwegs. Im Laufe der Unterhaltung umarmte er die Frauen und küsste sie gegen ihren Willen. Die Polizei bittet mögliche weitere Opfer, derartige Belästigungen zu melden. Nach dem Großeinsatz der Feuerwehr Lindau am vergangenen Dienstag ist der mutmaßliche Brandstifter jetzt aus dem Koma erwacht. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor. Der Mann, der für den Brand in einem Mehrfamilienhaus verantwortlich sein soll, schweigt bislang zu den Vorwürfen. Wie berichtet, war der 54-Jährige aus Sachsen im Keller des Hauses gefunden worden. Sein Motiv ist noch unklar. Laut Polizei hat der Mann keinerlei Verbindungen zu den Bewohnern oder dem Haus. Bei dem Brand wurden 5 Personen verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren 100.000 Euro. Das Haus ist nach dem Feuer bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Gestern Abend ist eine Radfahrerin bei Grünenbach im Landkreis Lindau in einen Verkehrsunfall verwickelt und schwer verletzt worden. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer übersah offenbar die 22-jährige Radlerin und fuhr sie an. Die Frau stürzte und zog sich schwere Verletzungen am Bein zu. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am vergangenen Montag zu einer schweren Auseinandersetzung in einem Jugendheim in Wertach. Ein 16-Jähriger und ein 10-Jähriger gerieten in Streit und wurden handgreiflich. Der Ältere der beiden hielt dabei den Jüngeren an den Armen fest und ließ ihn dann vorwärts auf den Boden fallen. Der 10-Jährige wurde erheblich am Kopf verletzt. Die Polizei Immenstadt hat Ermittlungen aufgenommen.
Rund 6 Wochen nach dem Murenabgang in Oberstdorf hat der Bezirk Schwaben jetzt zugesichert, die Geschädigten finanziell zu unterstützen. Dafür stellt der Bezirkstag 45.000 Euro bereit. Wie berichtet, hat der Markt Oberstdorf bereits Spendengelder in Höhe von rund 34.000 Euro an 21 betroffene Haus- und Wohnungseigentümer ausgezahlt. Auch der Allgäuer Hilfsfonds hat Gelder bereitgestellt. Der Kaufbeurer Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl ist in der Nacht zum Mittwoch von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Er musste eine Blutprobe abgeben. Das Ergebnis steht noch aus. Dem Beamten war die unsichere Fahrweise des Abgeordneten aufgefallen. Die Polizei verdächtigt Pohl deshalb, dass er an dem Abend stark angetrunken war. Laut Medienberichten habe sich Pohl während der Kontrolle an seinem Wagen festhalten müssen, um nicht umzufallen. Pohl war auf dem Rückweg vom Empfang des Bayerischen Landtags auf Schloss Schleißheim. Der Kaufbeurer hat den Vorfall inzwischen eingeräumt und sich entschuldigt. Der Vorfall sei ihm eine Lehre fürs Leben und werde sich nicht wiederholen. Es ist nicht das erste Mal, dass der Abgeordnete der Freien Wähler wegen eines Verkehrsdelikts für Schlagzeilen sorgt. Vor wenigen Jahren war Pohl deutlich zu schnell unterwegs. In einem anderen Fall hat er den Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Die Mitarbeiter der Kempner Klinik sollen innerhalb von 5 Jahren schrittweise einen Großteil ihrer Überstunden abbauen. Das geht aus einem Plan der Geschäftsführung und des Betriebsrats hervor. In Zukunft dürfe es auch weiterhin Überstunden geben. Bei besonders belasteten oder spezialisierten Mitarbeitern brauche es dafür aber ab jetzt eine Absprache mit dem Betriebsrat. Wie berichtet, hatten die 2400 Klinikmitarbeiter insgesamt rund 96.000 Überstunden aufgebaut. Hochbelastet ist vor allem ein kleiner Teil des Personals, etwa 4%. Das Genehmigungsverfahren für die Elektrifizierung der Bahnstrecke München-Memmingen-Lindau geht in die entscheidende Runde. Das Eisenbahnbundesamt führt jetzt das Planfeststellungsverfahren durch. Die Strecke wird dafür in 21 Abschnitte unterteilt, die alle einzeln geprüft werden müssen. Der erste dieser Abschnitte befindet sich zwischen Stetten und Türkheim. Kommunen, Landkreise und Verbände entlang dieser Strecke können ab jetzt Stellungnahmen zu dem Verfahren abgeben. Auch betroffene Bürger haben die Möglichkeit, sich zu den Plänen zu äußern. Unbekannte haben vom Straßenrand aus Kies und Erde ins Degermoos bei Hergensweiler geschüttet. Der Bund Naturschutz in Lindau hat deshalb bereits Anzeige erstattet. Mitarbeiter hätten die Verunreinigungen bei einer Ortsbegehung bemerkt. Das betroffene Grundstück gehört dem Bund Naturschutz und ist als Biotop ausgewiesen. Nach dem jüngsten Störfall in der Kläranlage Hergards Anfang Juli denkt der zuständige Abwasserverband Obere Leiblach darüber nach, auch ältere Fälle zu überprüfen. Wie berichtet, wurde der aktuelle Störfall durch Reinigungsprozesse im Werk der Firma Hochland in Heimenkirch ausgelöst. Die Verantwortlichen haben bereits zugestimmt, für die entstandenen Kosten aufzukommen. Seit 2011 gab es 3 ähnliche Fälle. Man konzentriere sich derzeit auf den aktuellen Fall, so der Verbandsvorsitzende. Es sei aber nicht auszuschließen, dass die entstandenen Kosten durch vergangene Störfälle gegenüber dem Unternehmen noch geltend gemacht werden könnten. Die Aussage des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann zum Neubau der Polizeiinspektion Kaufbeuren sorgt für Unmut. Herrmann hatte angekündigt, dass vor 2020 kein Geld für den Neubau zur Verfügung stünde. Der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl hat daraufhin einen Brief an den Minister verfasst und ihn deutlich um Stellungnahme gebeten. Bei einem Gespräch im Landtag habe Herrmann ihm zugesagt, dass noch in diesem Jahr eine Entscheidung über die Zukunft der Inspektion fallen werde, so Pohl. Es bestünde dringender Handlungsbedarf. Wie berichtet, fordert auch Oberbürgermeister Stefan Bosse ein klärendes Gespräch mit Herrmann. Die Polizei in Kaufbeuren drängt schon seit 2002 auf einen Neubau der sanierungsbedürftigen Inspektion. Die Kemptener Sozialbau hat heute den Startschuss für den Bau von rund 109 Wohnungen im Westen der Stadt gegeben. Die Nachfrage nach dem neuen Wohnraum auf der sogenannten Jakobswiese sei schon jetzt sehr groß, so die Verantwortlichen. Gleichzeitig wurden 82 bereits fertige Wohnungen eingeweiht. Die Hochschule Kempten erhalte zu wenig Geld vom Freistaat. Das hat jetzt Hochschulpräsident Robert F. Schmidt kritisiert. Ohne Sponsoren aus der freien Wirtschaft müsste man deshalb deutliche Abstriche bei der Ausbildung machen. Einen Einfluss auf die Lehre durch die Sponsoren sei aber nicht zu erkennen, so Schmidt. Die Fakultäten seien frei in der Gestaltung ihrer Inhalte. Hintergrund ist eine Veröffentlichung der Internetseite Hochschulwatch. Wie berichtet, hatte sie die finanzielle Verflechtung von Wirtschaft und Wissenschaft an der Hochschule kritisiert.
Das Tierheim Beckstetten will zukünftig keine Tiere von Gemeinden mehr aufnehmen, die sich nicht finanziell an dem Unterhalt beteiligen. Das hat der Leiter des Tierheims Stefan Mitscherling jetzt angekündigt. Wie berichtet, beteiligen sich derzeit nur 3 Gemeinden aus dem Unterallgäu an der Finanzierung des Heims. Mindelheim, Bad Wörishofen und Türkheim. Sie zahlen jährlich 1 Euro pro Einwohner. Die restlichen umliegenden Gemeinden sehen keinen Bedarf für eine Beteiligung. Das finanzielle Engagement würde sich nicht rechnen, da man das Tierheim zu selten nutze, so einige Bürgermeister. Mitscherling warf ihnen nun mangelndes Interesse vor. Er will die entsprechenden Fundtiere nicht mehr aufnehmen. Ganz so heiß wie in den letzten Tagen wird es jetzt am Wochenende nicht werden. Das Wetter eher gemischt. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen im östlichen Oberallgäu auf 20 Grad. Im restlichen Sendegebiet werden Temperaturen von 19 Grad erreicht. Der Himmel ist bewölkt, es bleibt aber trocken. Morgen Vormittag erwartet uns ein Mix aus Sonne, Wolken und Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 22 Grad. Unbeständig geht es auch nachmittags weiter. Nur im Ostallgäu wird es sonnig bei Temperaturen bis zu 21 Grad. Auf den Bergen ist im Laufe des Tages immer wieder mit Schauern zu rechnen. Die Sonne lässt sich nur selten blicken. Auf dem Nebelhorn zeigt das Thermometer 13 Grad an. Auf dem Gründen wird es bei maximal 19 Grad am wärmsten. Der Sonntag wird der schönere Tag des Wochenendes. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 13 Grad in der Nacht und 20 Grad am Tag. Die neue Woche startet dann wieder unbeständig. Es kann immer wieder regnen. Ab Dienstag wird es freundlicher. Die Temperaturen liegen dann bei maximal 21 Grad. Mit dem Fahrrad über Stock und Stein, Bewegung in freier Natur und das Ganze am besten mit der Familie oder den Freunden. Mit dem Mountainbike die Freizeit genießen, das wird bei vielen immer beliebter. Wer jedoch in den Bergen mit dem Rad unterwegs ist, der sollte sich auch immer des Risikos bewusst sein. Check your risk, sagt die Jugend des Deutschen Alpenvereins und richtet sich damit speziell an junge Mountainbiker. Gute Stimmung, die hatten die 30 Schülerinnen und Schüler des Bodensee-Gymnasiums bei ihrem Projekt Check Your Risk, selbst ohne Mountainbike. Beste Voraussetzungen also, um etwas dazuzulernen. Doch die Kinder dürfen auch schon gleich auf die Räder und ein erstes Gefühl für die Strecke bekommen, natürlich unter Anleitung von 3 Trainern. Die Jugend des Deutschen Alpenvereins bietet den Schulen genau darum diese Kurse an. Das Kursziel und der Fokus der Trainer liegt dabei nicht auf dem Fahrsicherheitstraining. Primär wollen wir ihnen vermitteln, dass sie einschätzend lernen, was ihre Fähigkeiten sind. Ja, sie sollen herausfinden, was kann ich schon und was brauche ich möglicherweise, um weiterzukommen, um den Sport auch so auszuüben, wie sie es vielleicht in ihrem Kopf haben. Und dazu braucht man Reflexionsvermögen, also muss man sehen, okay, was habe ich für fahrtechnische Möglichkeiten, was kann mein Kopf, fühle ich mich dem schon gewachsen, was habe ich da auch für ein Risiko, und wenn ich Risiko sehe, muss ich eine Entscheidung treffen, und darum geht es, dass sie gute Entscheidungen treffen für ihren Sport. Bevor es allerdings die großen Hügel abwärts geht, werden die bevorstehenden Risiken besprochen. Auf einer Skala schätzen die Teilnehmer die Gefahren ein und überlegen sich eine Lösung. In vielen Fällen ein guter Tipp: langsam fahren. Nach und nach trauen sich die Schüler immer mehr zu. Die Freude und Begeisterung war zu spüren. Schließlich nehmen sie ganz viele wichtige Erfahrungen mit nach Hause. Vor allem Vertrauen ist ganz viel dazugekommen, eben weil wir uns gegenseitig geholfen haben, immer beim Runterfahren mit Hilfestellungen. Dann habe ich mich persönlich jetzt einfach auch Sachen getraut, die ich mich davor nicht getraut hätte, glaube ich. Man merkt es auch schon, wenn man irgendwie nachmittags mit dem Fahrrad irgendwie zur Schule oder zu den Hobbys fährt, da hat man gleich viel mehr Vertrauen im Fahrrad. Also, dass man mehr sich traut, irgendwie auch nicht mehr so viel Angst haben muss. Also ich habe gelernt, wie man Treppen fährt. Das fand ich am Anfang recht schwierig, aber ja, am Schluss habe ich es dann doch noch hingekriegt. Zwar mit ein bisschen Glück, aber ja. An dem Tag finde ich es eigentlich recht gut, dass man hier so viele Chancen hat und dass man auch mal so Sprünge ausprobieren kann. Es war halt anfangs ziemlich schwierig, weil wir so viele Leute sind. Dann kommt man halt kaum zum Springen, weil man so lange warten muss. Aber an sich war es ziemlich cool.
Noch bietet der JDAV Check Your Risk kostenlos an. Das geht aber nur mit Unterstützung. Die Initiative wird auch von Spenden getragen. Und mit diesem Scheck ist Check Your Risk in Lindau quasi bezahlt. Ich finde es wichtig, dass in der heutigen Zeit die Kinder nicht nur vor dem Computer sitzen oder irgendwo rumhängen und chillen, das ist ja das Modewort im Moment, sondern dass sie sich bewegen, Freude am Spaß in der Natur haben und über eine Trendsportart, wie es Mountainbiken nun mal ist, den Weg in die Natur finden. Check Your Risk Mountainbike geht nach einer Testphase 2014 in diesem Sommer in die Vollen. Jetzt soll die Zusammenarbeit mit den Schulen deutlich ausgeweitet werden. Mit dem bisherigen Feedback sind die Initiatoren sehr zufrieden. Die Lehrer waren alle begeistert und haben gesagt, ja, wir brauchen das. Und dass ihr das auch schafft, das Thema Risiko und Entscheidung mit dem Fachsport zu transportieren, kam wahnsinnig gut an. Und jetzt ist es ähnlich, in der Pilotsaison ist auch wieder, dass die Lehrer sagen, ja, wir werden das weitergeben an Kollegen. Und es ist ja so Wahnsinn, dass das die JDAV das anbietet und die Jugendlichen sind draußen, kommen noch in den Reflexionsprozess und eigentlich wollen wir da noch Transfer, weil es gibt ja immer wieder, gerade im Alter, in der Pubertät, da gibt es nicht nur das Risiko Sport, sondern vielleicht auch Party, erste Zigarette und so weiter und so fort. Jetzt haben die Jugendlichen aber erstmal keine Party oder Zigaretten im Kopf, sondern den Spaß am Mountainbiken. Mit Mut, aber ohne Übermut. Das Allgäuer Bier mit Herz. Jetzt neu. Erhältlich bei Feneberg und Kaufmarkt und in allen AZ-Servicecentern. The Blues Brothers, die legendäre Kultshow mit viel Musik, Gesang und Tanz. Über 100 Mitwirkende des spielfreudigen Ensembles sorgen beim Publikum für ausgelassene Stimmung. Erleben Sie auf der Freilichtbühne mitreißende Musik, kultige Songs, grandiose Tänze, ein farbenprächtiges Bühnenbild und wilde Verfolgungsjagden. The Blues Brothers, das müssen Sie gesehen haben. Die verrückte Schatzsuche mit Möbel Inhofer. Die größte Auswahl an Möbeln, Küchen und Accessoires in Europas größter Wohnwelt. Nur in Senden. Inhofers verrückte Schatzsuche. Heute ist unser Schatzsucherteam unterwegs in der zauberhaften Stadt Sonthofen. Am oberen Markt sind wir unterwegs mit unserer Tauschaktion. Tausche alt gegen neu. Bringen Sie uns einfach irgendeinen alten Gegenstand und tauschen Sie ihn ein gegen einen von vielen, vielen Inhofer Gutscheinen im Wert von bis zu 100 Euro. 25. Ja, super. Klasse. Danke. Zweite Station bei Inhofers verrückter Schatzsuche. Jetzt sind wir mit unserem Promoteam aktuell unterwegs am zauberhaft wunderschönen Alpsee, gleich gegenüber des Alpseehauses. Und auch da geht es wieder um klasse Gutscheine von Möbel Inhofer. Und zwar benötigt man an dieser Station das hier, eine Frisbee. Aber nicht nur diese Frisbee, sondern auch noch diese Torwand. Schatzsuche mit Möbel Inhofer. Die größte Auswahl an Möbeln, Küchen und Accessoires in Europas größter Wohnwelt. Nur in Senden. Ende April hat ein schweres Erdbeben Nepal erschüttert und damit ein fast vergessenes, aber bitterarmes Land weltweit in Erinnerung gerufen. Doch abseits dieses plötzlichen öffentlichen Interesses leistet der Verein Nepal Medical Care Flight aus Pfronten schon seit Jahren Hilfe in Nepal. Neben medizinischer Versorgung setzt sich der Verein auch für die Schulbildung ein. Jetzt auch mit der Unterstützung ganz besonderer Musiker.
Es sind entspannende Klänge, die an diesem Abend die St. Nikolaus-Kapelle in Emmereis erfüllen. Hier proben die Mitglieder des Musikprojekts Fuimera. Ende Juni sind sie 5 Tage durch die Allgäuer Alpen gewandert. Ihre Klänge waren in kleinen Konzerten auf Berghütten zu erleben. Besonders an der Musik ist, dass das kein klares Genre ist, sondern dass wir beim Musikprojekt Fuimera verbinden einmal vielleicht eine zeitgenössische Klassik, sage ich jetzt einmal, vielleicht ganz einen weichsten Jazz, der mit reinspielt, und, was mir sehr wichtig ist, die musikalische Heimat, die in jedem Musiker steckt. Das geht nicht unbedingt um Volksmusik, sondern meiner Meinung nach hat jeder Musiker, jeder Mensch auch, eine musikalische Heimat in sich, und die kommt raus, wenn man sich Zeit lässt. Die musikalische Heimat von Fuimera sind die Berge, daher auch die Wanderung. Dabei haben die Musiker Spenden gesammelt für den Bau einer Schule in Nepal. Sie wollen mit ihren Klängen aus den Allgäuer Bergen in den Bergen Nepals helfen. Gebaut wird die Schule in Dandapaya von der Hilfsorganisation Nepal Medical Care Flight. Vor 3 Jahren kam die Bevölkerung auf mich zu und sie baten um eine neue Schule für ihre Kinder. Die alte Schule war in einem äußerst desolaten Zustand. Ich möchte es schon fast sagen, menschenunwürdig. Die Kinder saßen im Dreck, in Räumen, wo oben nur im Dach ein Loch war. Also ich würde da allenfalls eine Ziege reinsperren, aber nicht Menschen oder junge Menschen, die ihre Intelligenz entwickeln sollen. Und so wird die Schule jetzt gebaut. 68.000 Euro kostet das Gebäude. Die Arbeiten kommen dem Vernehmen nach gut voran. Auch das verheerende Erdbeben im April hat das Projekt nicht zurückgeworfen. Gott sei Dank ist das Schulprojekt vom Erdbeben nicht betroffen, weil wir ca. 600 Kilometer weit entfernt sind und so doch Gott sei Dank weit genug vom Epizentrum entfernt waren. Aber es sind sehr viele Schädigungen und Dörfer zerstört worden, im Westen, im Norden von Kathmandu bis rauf ins Everest-Gebiet. Auch um den Menschen dort zu helfen, hat die Organisation rund 28.000 Euro gesammelt. Die Spenden aus den Fuimera-Konzerten fließen aber alle in den Schulbau. Das Gebäude ist zwar finanziert, aber wenn es fertig ist, muss noch für rund 15.000 Euro die Einrichtung beschafft werden. Dazu möchten die Künstler mit ihren Klängen beitragen. Bei der Konzertwanderung hat das schon gut funktioniert. Also über die Woche zusammen mit den 2 Konzerten und unseren abendlichen und morgendlichen Klängen sind jetzt fast 5.000 Euro, glaube ich, zusammengekommen. Sowas an dem Dreh waren es. Und jetzt spielen wir ja noch die Weltcup-Hütte auf der Schwang, das Open Air. Dort soll es dann ein Vollmondkonzert geben. Die meditativen Klänge von Fuimera werden dort oben im Mondschein sicher wieder ganz anders wirken als hier in der Kapelle. Aber davon kann sich am Abend des 31. Juli jeder selbst ein Bild machen. Das war ATV am Freitagabend. Ein Resümee der Woche haben wir morgen für Sie mit unserem Wochenrückblick. Außerdem sehen Sie unsere ATV-Magazine. Das Programmschema dazu finden Sie auf unserer Homepage. Ich wünsche Ihnen ein schönes, erholsames Wochenende.